Beim Spiel der Reservemannschaften zwischen dem SV Salzburg und dem SK Strobl zunächst einmal die Gastgeber am Ball, die in rot-weißen Dressen spielen. Zunächst einmal ein weiter Abschlag, dann wieder ein neuer Angriff der Gäste über die linke Seite. Neuer Versuch. Pass. Aber auch das Geschehen fällt ein Mittelfeld ab und es bringt nichts ein. Spielstand vorerst 0:0. Wieder ein neuer Versuch. Im Tor der Gäste steht übrigens Christoph Leimer, der auch bei der Kampfmannschaft auf der Ersatzbank sitzt. Jetzt wieder ein neuer Angriff. Pass. Gut aufgepasst von Ersatz-Tole der Reservemannschaft. Kein weiterer Dreck. Jetzt wieder. Pass. Der SV Salzburg bleibt am Ball, aber der Ball geht über das Tor, sodass es weiterhin bei einem unveränderten Spielstand bleibt. Jetzt wieder. Neuer Versuch. Hebt den Ball drüber. Aber kein Problem für den sehr gut aufgestellten Goalie des RSV Salzburg. Der Elschner zur Halbzeit 0:0. Dann wieder die zweite Halbzeit. Rückpass. Weiter Abschlag. Erneuter Angriff über die rechte Seite. Pass. Aber sehr gut aufgepasst. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Zieht ab, Schuss und Tor. 1:0 für die Gastgeber. Christoph Leimer im Tor der Gäste ist geschlagen. Und die Gastgeber gehen also in Führung. Neuerlicher Versuch. Das sind am Ball. Gut aufgepasst. Jetzt wieder. Rückpass. Der SK Strobl bleibt dran. Weiter Abschlag. Aber auch da bringt es nichts ein. 1:0 der aktuelle Spielstand in dieser Begegnung. Vielleicht jetzt. Neue Kontermöglichkeit. Schuss. Und Tor. 2:0. Herrlich herausgespielt. Auch dieses Mal hätte Christoph Leimer näher zum Stürmer hingehen können. Und somit ist es natürlich auch wichtig, dass man als Goalie dem gegnerischen Stürmer die Chance nimmt. Aber man redet sich ja von außen sehr leicht. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Gut aufgepasst vom Mannschaft des Salzburg. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Neuerlicher Versuch, aber es ändert sich nichts mehr. Die Reservemannschaft des SV Salzburg gewinnt diese Begegnung gegen Strobl verdient mit 2:0, feiert einen wichtigen